Recht herzlich willkommen zur 32. Folge von Arborium. Ja, wir haben letztes Mal hier, ich glaube, das ist die Farm, ne? Die Maisfarm wollten wir halt anfliegen. Oh, was ist jetzt hier los? Tippe. Nicht mehr anzeigen. Ist da irgendwas neu beim Update drin? Und okay, da ist jetzt irgendwie gerade Text drin, ne? So, jetzt geht's aber. Naja, okay, da habe ich wahrscheinlich beim Starten meines Aufnahmeprogramms dann, sag schon, gleichzeitig den Chat aktiviert. Kommen wir da nicht mehr? Oh, da ist Dingens. Ja, fliegen wir weiter. So, Maisfarmen wollten wir hin, wir wollen den Auftrag da annehmen. Warte mal, ist der Auftrag überhaupt noch da? Das ist die nächste Frage, ne? Nee. Lieferung Sauerstoff. Obwohl, geht auch. Egal. Mais ist zwar weg, aber Sauerstoff ist noch da. Und was haben die daneben an? Lieferung Sauerstoff haben die auch. Ist das gleiche in Grün? Nee, möchte ich jetzt nicht mehr. Die sind 34 entfernt. Die 23. Dann nehmen wir natürlich die. Docken wir da an und nehmen den Auftrag mit. Da müssen wir gucken, dass wir da nirgendwo reinrasseln. Ich weiß nicht, wo wir da docken müssen. Da oben ist wohl ein Frachter, ne? Oder? Güterschiff, genau. So, wo sind hier die Dockingstellen? Oben weiter, oder? Da. Gut. Bringen wir mal noch näher. So, und F drücken. Gedockt. Schwarzes Brett. Nochmal gucken. Liefer innerhalb von 20 Minuten 100 Sauerstoff an einer nahegelegenen Station. Du musst die Anzahl von 9000 machen, damit eure Rechnung zurückgestattet wird. Ja, akzeptiert. Nicht genug Frachtraum. Okay, wie war das? Hundertfünfzig Sauerstoff. Und wir haben da nicht genug Frachtraum. Du glaubst es doch nicht, oder? Wir haben aber genug Titan. Naja, haben wir. Wo ist denn der Frachtraum dann? Titanquartiere, Titanfrachtraum. Ja. Wie groß ist denn unser Frachtraum zurzeit? Ach, 144,4. Super, da fehlt so ein Stippen. Dann würde ich mal sagen, machen wir den mal noch ein bisschen größer. So, ist das jetzt auch ungefähr die Höhe? Ja, ich glaube, jetzt ist er identisch groß, ne? Ja. Aber wir brauchen erstmal eine Struktur. Super, oder? Damit wir da überhaupt mit klarkommen. Da eine. Da eine. Ich bin echt am Überlegen, ob wir dazwischen nicht noch was rüber machen, ne? Jetzt haben wir da. Ich möchte diese Struktur wieder wegmachen. Oh nein. Entfernen. Und
diese auch entfernen, genauso wie die da auch entfernen. Das muss noch kleiner gehen. So, geht auch. Das geht auch. Jetzt müssen wir so rum. Und das geht auch. So, jetzt Frachtraum. Und zwar größer machen. So. Ich glaube, die Höhe passt, oder? Ja. Jetzt brauchen wir nur die Breite. Passt jetzt auch. Ah, shit, jetzt habe ich natürlich die A-Taste gedrückt. Aber jetzt kommt da wieder hin, ne? Ja. Da einer. Da einer. Und der geht da auch so hin, oder? Der auch noch. Jetzt ist das zwar mit den Korrekturdüsen da übereinander, aber das ist mir jetzt sowas von Schnuppe gerade. Gut, okay. Frachtraum ist jetzt. Wo ist er denn jetzt? Bremsschubschub, wo ist der Frachtraum jetzt geblieben? Da. 214, okay. Passt also. Jetzt können wir dann nochmal andocken. Müssen wir ein bisschen näher rücken. Jetzt nochmal den Spaß. Und jetzt ist wahrscheinlich das schwarze Brett. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste erwischt. Vorrat ist sogar jetzt mal mit Mais und Sauerstoff da, ne? Die Viehfabrik hat man doch auch irgendwo in der Nähe, ne? Haben wir jetzt irgendwo gegengeknallt oder was? Nicht genug Frachtraum in einem Schiff. Wollen die mich jetzt verkackeiern oder was? Okay. Ich habe doch genug Frachtraum in meinem Schiff. Das soll jetzt einer verstehen. Habe ich was im Frachtraum drinne? Oh, das war nicht so gut. Das wollte ich gar nicht. Metallplatten sind da drinne. Fracht auswerfen. Nee. Ach, guck mal, andere ditchen auch drinne. Warum habe ich jetzt 48 Metallplatten hier drinne? Das bedeutet jetzt 48. Ich habe aber über Frachtraum über 200, also das müsste trotzdem gehen. Okay, egal. B. Und Struktur. Nee, das müssen wir anders machen. Gucken, drehen. Da passt's. Und da passt's auch. So. Größe machen. Länger machen. Ich glaube, wir sind zu hoch, ne? Lass mal gerade gucken. Höhe passt, aber Breite noch nicht. So.
Länge passt. Zack. Und zack. Sollte erstmal funktionieren, oder? Und ich hoffe, jetzt ist der Frachtraum mit 249,4 groß genug. Weh weg. Jo. Ich glaube, wir fliegen mal noch ein Stück vor. Das braucht er jetzt auch nicht wirklich was, ne? So, jetzt aber. Ist immer nur das Gleiche, ne? Ja. Jetzt ist der Frachtraum noch. Aber wie groß muss es denn dann bitte schön sein, dass ich 150 Sauerstoff aufnehmen kann? Das Geld habe ich, ist kein Ding. Oh. Ja, was machen wir da jetzt raus, ne? Das ist die Frage. Dann will ich das jetzt nicht mehr machen. Obwohl, komm, zack, jetzt B. Wir machen jetzt nochmal Struktur. Machen die kleiner. Und flanschen da drunter noch jeweils immer ein. Da ist schon einer. Die sehen so passend aus, oder? Diese sind ein bisschen kleiner gewesen wie die, ne? Aber das ist jetzt auch egal. Haben wir überall einen dran? Naja. Gut. Frachtraum. Ich glaube, das passt. Ist nur zu dicker Würfel. So ist er gut. Es muss nur die Höhe angepasst werden. So. Der sitzt dann top. Der auch gut. Würdest du dann da auch gerade noch dran gehen? Ja. Der sitzt zwar an der falschen Stelle jetzt gerade, glaube ich, ne? Ja, da müssen wir nochmal was dran ändern. Ich sehe gerade, dass der da hinten. Na, ist auch egal. Und da noch einen hin. So, der passt. Hier ist das Ding ins falsch, deswegen geht das nicht. Da müssen wir das gerade mal wegmachen. Entfernen wir wieder. Und jetzt müssen wir natürlich das umspannen. ja, Konstruktionsteil. Dahin.
Und dann wieder das. Ich hätte die Form vielleicht hier speichern können, ne? Ja, bestimmt. Bestimmte Blöcke ausblenden, ganzes Schiff anpassen, Farbe wählen. Vordefinierte Formen zeigen. Ist das die passende Form? Nö. Ist der das? Nö. Okay, aber irgendwo wird er hier sein, oder? In Zukunft sollten wir damit arbeiten. Das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht. Gut, okay. Dann sind das die vordefinierten Formen nicht. Ausgewählte Blöcke verschmelzen. Nee. Schiff reparieren. Das können wir sowieso machen. Blockgröße anzeigen. Das ist es nicht. Farbe wählen. Nee. Ganzes Schiff anpassen. Spiegelebene zentrieren. Blöcke umwandeln. Blöcke reparieren. Blöcke durchziehen, eines reicht jetzt auswählen. Toll, jetzt hat er das gemacht, ja. Aber den ich haben will, den malt er nicht an, ne? Ist klar. Kriegen wir nur den. So, den hätte ich jetzt kopiert gerne. Zentrieren, okay. Ausgewählte Blöcke verschmelzen, nein, Blöcke auswählen. Ja, kann ich jetzt irgendwie nicht. Lokale Gitter, was gibt es denn noch hier so? Kein Einrasten, globales Gitter, Blockschmitte. Jetzt Steuerung X drücke, ne? Dann macht er das nicht, ne? Ne. Jetzt müsste ich den Frachtraum auswählen und habe ich den ausgewählt, kann aber trotzdem nichts machen, ne? Ja, wofür soll ich dann den markieren, ne? Blöcke durchziehen eines Rechtecks auswählen. Habe ich gemacht. Blöcke auswählen. Ja. 3, 1, 2, 2, 5. Dann kann ich eine Achse einblenden, auch schön, brauche ich aber nicht. Block angleichen, Form angleichen. Können wir uns sparen. So, jetzt daddeln wir hier rum und bringt uns gar nichts, ne? So. Ist richtig. D, Sonderlänge. Wir brauchen noch A, die Höhe. Ist auch noch nicht passend. Nein, es ist nicht A, es ist S. So ist er jetzt passend? Ich glaube nicht, oder doch? Doch, sieht so aus. So, jetzt haben wir ihn. Ja, da fehlt noch einer. Und der fehlt auf der Seite natürlich auch noch.
Jetzt habe ich den da aus Versehen angeklickt, den Spiegel, wollte ich gar nicht. So. Jetzt fehlt mir ein Mechaniker. Aber erstmal da raus. Jetzt haben wir ein dickes Schiff. Jetzt machen wir mal das aus, dann schießen wir auch niemanden. Und docken da wieder an. Und das klappt so jetzt. Oh, 0. So, jetzt F. Q anheuern. Wir brauchen noch Mechaniker. Kanoniere, Piloten. 5 Mechaniker. Da brauchen wir noch einen. Anheuern. Nummer F. Schwarzes Brett. Die 150 Sauerstoff akzeptiert er jetzt endlich. Lieferung Sauerstoff. So, und jetzt müssen wir den irgendwo hinkriegen. Sehr behäbig ist unser Schiff allerdings jetzt. Sag jetzt nicht da oben oder da unten. 226, 360. Ist das hier? Keine Ahnung. Quest. Spielermenü. 236, 357. 236, 357. Was ist das? Nein. 226. 236. 257. Gut, was ist das da? Leute, wo soll das hin? Es gibt nur diese drei Felder. Hä? Bin ich jetzt ganz daneben? Nochmal. Unsere Quest ist das hier. Ach, das bin ich. Das ist nicht mein Auftrag. Alles klar. Lieferung da. 229, 344. 229, 344. Da müssen wir also hin. Gut, das heißt, wir nehmen das Tor und ja, es gibt leider keinen Weg dahin. Super. Das heißt, wir müssen definitiv da lang. Zum Sprungtor, das ist schon mal wichtig. Ob sich das Ganze lohnt, ist die nächste Frage, ne? Aber machen wir jetzt mal. So, da rein. Oh, kein Saft mehr. Kurz vorm Tor. Naja, schaffen wir noch. Ganze Energie jetzt weg. Da müssen wir auch noch dran arbeiten, ne? Gut, aber ich würde auch sagen, wir sind dann in einem anderen Sektor, müssen noch weiter nach Norden und das machen wir aber in der nächsten Folge dann. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.